Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Episode von The Witcher 3. Und wir haben in den letzten Episoden die Festung da drüben auseinandergenommen. Es ist in dem Sinne gar keine Festung, es ist einfach so ein, es war ja Deserteure, genau, so rum war es. Es waren Deserteure, die leider Gottes ein bisschen streng mit uns waren. Was jetzt, du Stück Dreck? Hilfe ist unterwegs! Kakula hier rumstehen. Ah, da tut ein bisschen weh hier. Hilfe! Bei den Göttern Hilfe! Okay, mein Schwert ist am Arsch, aber... Die hätten mich bei lebendigem Leib aufgefressen. Die Leichen müssen sie angelockt haben. Danke, dass du mich nicht im Stich gelassen hast. Hab ich auch mal Glück. Glück? Die Lage könnte wohl schlimmer sein. Warst du in letzter Zeit infiziert? Schleppst du deshalb Leichen rum? Was? Nein, das ist meine Arbeit. Gut bezahlt. Aber du bist kein Hexer und kein Magier, also bist du nicht immun. Ich bin kein widerlicher Mutant. Den Göttern sei Dank, aber keine Sorge. Ich werde einfach nie krank. Du wirst einen neuen Wagen brauchen. Den hier musst du verbrennen. Gleich. Kann ich die Leute nicht schnell irgendwo eingraben? Man kann den Wagen noch reparieren. Wenn jemand erfährt, dass du damit solchen Opfer transportiert hast, wird dich nie wieder einer beauftragen. Aber warum sollte denn irgendwer... Ich sag nichts, wenn du nichts sagst. Und du wirst die Pocken meilenweit verteilen. Dann muss es wohl sein. Hast genau. Du irgendwas zum Anzünden? Sowas, das brennt ja wie Zunder. Mann, das stinkt. Das stinkt wirklich. Ein Glück, dass ich dich getroffen habe. Danke für deine Hilfe und deinen guten Rat. Hier ist noch einer. Geh nach Hause, verbrenn die Kleider und schrubb dich gründlich. Sicher, aber es ist wahr. Mir kann kein Pesthauch was anhaben. Das hoffe ich. Leb wohl. Mann, ist das stinkt vielleicht. Ist das doch jemand, der ein bisschen neben der Spur ist, so wie wir? Und der weiß es gar nicht. Wohin müssen wir eigentlich? Ach, da drüben. Also. Da nach oben. Können wir denn eventuell hier halt machen? Gibt's hier jemand, der vielleicht was kann oder auf dem Buckel hat? Also zumindest mit Schmied und so, denn unser Schwert ist schon ein bisschen gedamaged, muss ich zugeben. Vielleicht können wir hier eventuell uns reparieren oder so. Du bist dünner als ein Troll. Warum solltest du den Rauchwolf sonst vergeben? Okay, hier gibt's nichts. Und in der Stadt hier wird's bestimmt was geben. Irgendwas muss es ja da geben. Schneller. Na gut, dann warten wir eben, bis wir da eine Gelegenheit haben. Unser... War das unser Silberschwert? Ich weiß gar nicht. Also irgendwas wird's ja sein. Ertrunkene und Tote ja wieder rumlungern. Das ist schon massiv beängstigend, muss ich zugeben. Banditenlager, wo ist denn das Banditenlager hier?
Da fragt dich einer, wo das Banditenlager hin ist. Aber ich weiß es nicht, meine Freunde. Das ist ja... Ach, hier, oder was? Und ich frage mich auch, wann zum Toy-Plündererbrücke? Haben wir einen Pakt mit denen geschlossen, oder was? Ich frage mich jetzt echt langsam. Erst jetzt geht die Pferde aus der runter, oder was? Wenn wir auf Pfaden laufen, geht die nicht runter. Wenn wir auf so laufen, geht die runter. Das ist wirklich strange. Aber ist auf jeden Fall gut. Denn so können wir immer dabei sein. Oh, hey, hallo, tschüssi. Zumindest tun die uns nichts. Das sind gut gesinnte Leute. Banditen würden uns sowas angreifen und dann haben wir wieder Leute mehr getötet. Ja, der Tod ist ein Allzeitbegleiter von uns. Ist einfach nicht schön, wie die Leute hier einfach niedergemetzelt werden. Mach langsam. Man kann ja auch nichts ganz dafür, oder? Also man, jeder trägt seinen Anteil damit. Es sind Deserteure. Leute, die nicht... Leute, die einfach den Befehlen nicht gehorchen. Nicht so schnell, Plätze. Da war ein Händler. Excusez-moi, madame. Monsieur. Oh, das war falsch. Ah. Sei gegrüßt. Zeig mir deine Waren. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Okay, das sind meine Waren. Okay, gut zu wissen. Was ist denn das hier für ein Ding? Stufe 9, minus 22 ist ja nichts. Können wir das noch anziehen? Das würde mir, oder das hier könnte man ja noch mit was raufbeschwören. Also irgendwie noch rein bestücken. Aber Stufe 1 und Stufe 2, das ist ja echt nichts. Ja, da behandle ich, dann können wir hier noch was reinlegen und danach, hoppa, geht's uns besser. Den Kram behalten wir mal. Ich will hier nach oben. So rum. Nee, was brauchen wir hier nicht mehr? Ich habe keine Ahnung hier. Ich bin hier überfragt wie Kloßbrühe. Habe echt keine Ahnung, was wir hier noch brauchen und was nicht. Das ist ein bisschen skurril hier. Aber hey, Gasgegenstände können wir eh nicht verkaufen. Das ist, glaube ich, so genanntes Plunderzeug. Na gut. Leb wohl. Also bei dem können wir den mal nicht reparieren. Das ist so ein bisschen doof. Aber... Gut, ich will nämlich nicht da irgendwie da in der ganzen Pampa aufsteigen. Jetzt haben wir keine... Ich dumm Depp. Ich trottel. Wir sollten da zur Brücke gehen. Aber dann hätten wir den Händler nicht gefunden. Hat alles seine guten Seiten, hä? Huh? Langsam. Hey. Und da jetzt über die Brücke? Bredanien. Oh, Entschuldigung. Müssen wir hier nicht irgendwie Zoll zahlen oder sowas, um über diese Brücke zu kommen? Habt ihr einen Passierschein? Komm schon. Wir brauchen keinen Passierschein. Kein Durchgang.
Kein Durchgang. Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen, oder was? Pest? Nein. Wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl. Nur mit Passierschein. Um welchen geht's denn? Von welcher Art Passierschein reden wir? Von ganz normalen Transitpässen. Wer stellt die aus? Was weiß ich? Ich bin nur Soldat. Bist du doof oder was? Wenn ich wissen will, wie ich da reinkomme, dann würdest du noch erzählen mit Passierschein und wo die zu haben sind. Oh. Wer hat angeordnet, die Stadttore zu schließen? Angeblich der König selbst. Der will nicht, dass ihm die schöne Stadt von Bettlern und Flüchtlingen vollgepisst wird. Und wenn man die Leute einfach reinlässt, besteht die Gefahr, dass auch Spione kommen. So ist es schwieriger für sie. Also, kein Passierschein, kein Durchgang. Bis dann. Und Stahl. Und wie zum Teufel sollen wir denn... Nebenquests, sind das Nebenquests? Die redanische Armee hat Blockaden auf der Übergang der Ponta errichtet und der Hexer kam an einen Punkt, da ihm das gar nicht recht war. Die Wache weigerte sich, ihm den Fluss ohne einen von Überkommando geschalteten Passierschein zu überqueren. Aber können wir da nicht jemanden fragen oder so? Lang lebe, etc. Ich hab dich im Blick. Mir ist zum Speien nach diesem Gelage in der Taverne. Auf. Verzieh dich, du Missgeburt. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Heilig, Trauer. Beruhig dich sonst. Na gut, vielleicht weiß jemand anderes davor, das habe ich noch gar nicht gesucht. Weil. Der Übergang ist gesperrt! Aus dem Weg! Geh mir aus dem Weg! Grauer! Beruhig dich sonst, beruhig dich sonst. Ja, ist ja kein Scheiße. Problem. Dann schwimmen wir ebenfalls. Oder gehen hier irgendwie unten durch. Und haben so ein Passierschein. Ich weiß gar nicht. Pass doch auf. Okay, gut. Die will nichts mit mir. Ich verfluchte Scheiße. Ich drück immer. Ich klicke immer den falschen Button. Das ist doof. Lang lebe Radovid. Und Stahl. Hallo. Schlieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Ach, bin ja nirgendwo willkommen. Aber. Jemand, der einen Namen hat, den müssen wir ansprechen hier. Scheiße. Hat niemand einen richtigen Namen oder wie? Zum Teufel. Fleisch. Redanien. Gibt's hier irgendwo einen Passierschein, ein Draht, Wasserflasche? Lebensmüde, hey, oder was? Scheiße. Was lebensmüde? Ich hab doch nur Feuer gemacht. Jetzt geh mal. Hier. Darf ich kurz weg oder was?
Dann machen wir es einfach auf die einfache Tour. Scheiße! Wir schwimmen doch einfach darüber. Scheiße! Wieso sagen die Leute immer Scheiße? Das ist ungemach und ungesund. Der Hohe, unser Passierschein eben selber, aber. Holen wir irgendwie. Aber ein Passier. Wenn wir da drinnen sind, brauchen wir gar keinen Passierschein mehr. Oder bin ich da jetzt völlig verwirrt? Also, ich bin ja jetzt vorbeigekommen. Ich bin drin. Weißt du, was man über deinesgleichen sagt? Willst du Gerechtigkeit, heuere einen Hexer. Wollen wir mal sehen, was die zu sagen haben, wenn wir drinnen sind. Na gut, wir sind drin. Ist doch super. Zumindest müssen wir noch Quests. Dann haben wir hier. So. Ihre und Heimatland. Unser Pferd ist auch hier. Supi. Meine Freunde, das war's für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, denn wie ihr seht, sind wir nun in Ochsenfurt. Naja, nicht ganz offiziell reingekommen, aber auf jeden Fall sind wir drin. Das heißt doch schon was Gutes. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Freut euch. Geh mir aus dem Weg.